Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es mal oben ohne zu. Ja, in der Tat. Im Cabrio sind wir heute unterwegs und nicht nur in irgendeinem Cabrio, in einem doch durchaus etwas suspekten Fahrzeug, wie ich persönlich immer noch finde. Denn den VW T-Roc, den kennen wir als Cabrio. Kennen wir ihn vielleicht auch eher schon im Straßenbild. Aber warum ist das so ein besonderes Fahrzeug? Was hat der mit dem VW Golf 6 gemein? Und warum könnte es ein künftiger Klassiker sein? Das alles werdet ihr heute erfahren, wenn ihr dranbleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, das Video liked und mir eure Meinung zum Thema Cabrios unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und jetzt würde ich sagen, steige ich ein und erkläre euch das VW T-Roc Cabrio. Viel Spaß dabei! Die Sonne lacht hier in Oberbayern und bei 24 Grad ist das auch richtig angenehmes Cabrio-Wetter. Also natürlich öffnet man dann hier im VW T-Roc Cabrio voll elektrisch das Verdeck. In dem Fall auch ein klassisches Stoffverdeck und das klassisch auch in doppeltem Sinne, denn dieses Verdeck hat schon seinen Einsatz vor ein paar Jahren gehabt. Ja, richtig gehört, vor ein paar Jahren. Nämlich im Volkswagen Golf 6 Cabrio, also dem letzten offenen Cabrio, das dann noch da fuhr. Und das Cabrio-Verdeck hat genau auf das T-Roc Modell gepasst. Und aus dem Grund, weil man eben da ein bisschen Kosten sparen konnte, ist auch das T-Roc Cabrio am Ende auch auf den Markt gekommen. Sonst, wenn eine neue Dachkonstruktion in Entwicklung geschickt hätte werden müssen, dann wäre vermutlich das Projekt T-Roc Cabrio auch tatsächlich zum Tode verurteilt gewesen. Denn die Stückzahlen sind so oder so schon recht gering. Und dann muss man auch schauen, dass man noch ein bisschen Marge am Fahrzeug hat. Doch schauen wir uns das T-Roc Cabrio jetzt erst einmal an. Und zwar an der Front, ganz klar, der T-Roc, wie man ihn kennt. Wir haben kreisrunde LED-Scheinwerfer bzw. LED-Tagverlichter, Entschuldigung, unter den schmalen LED-Scheinwerfern. Serienmäßig übrigens LED-Licht und optional gibt es das IQ-Light-System, das wir hier haben, also ein Matrix-LED-Licht. Die Seitenlinie ist geprägt natürlich, gerade beim offenen Verdeck oder aber bei geschlossenem Verdeck, von dieser offenen Variante. In dem Fall haben wir hier diese Stoffmütze, die hier drüber gespannt ist, die eng anliegt an der Karosserie und dann auch so eine schöne Bogenform dem Wagen gibt. Das passt sehr, sehr gut, wie ich finde, und zeigt auch so ein bisschen eigenständigen Charakter oder klassischen Charakter, wie ich finde, mit dieser Stoffmütze. Das T-Roc Cabrio ist übrigens 4,27 Meter lang, hat eine Höhe von 1,59 Meter am höchsten Punkt und der gibt tatsächlich das, der Kofferraumdeckel frei. Wenn man den öffnet, dann ist das am Ende der höchste Punkt des Fahrzeugs. Den hat man also hier angegeben. Ansonsten ist das T-Roc Cabrio etwas flacher. Wir haben aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Gürtellinie, was natürlich dann auch für zusätzliche Steifigkeit hier im Fahrzeug sorgt. Wir haben kurze Überhänge an Front und Heck. Hinten haben wir auch LED-Rücklichter verbaut, die wir sind rot eingefärbt komplett. Das macht auch ein sehr, sehr schönes Bild. Dieses Stummelheck, dann mit dem Spoiler, dann eine kleine Heckklappe, die öffnet, die einen schmalen, aber dennoch guten Kofferraum freigibt. 284 Liter sind es am Ende, die man hier einladen kann. Man kann sogar die Rücksitzlehnen umladen. Und dann gibt es noch eine kleine Ladeluke, wo man dann auch längere Gegenstände durchladen kann. In der zweiten Sitzreihe sitze ich persönlich sogar mit 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich noch ganz passabel. Die Knie streifen die Frontlehne, allerdings sitzt man so leicht schräg mit dem Kopf eher, so, sage ich mal, wenn man geradeaus schauen würde, schaut man so ein bisschen Richtung A-Säule vorne links. Also man sitzt leicht schräg im Auto hinten. Es gibt zwei Isofix-Bügel im Fond und da können natürlich
Kindersitze gut installiert werden, auch wenn die Zustiege trotz Easy-Entry-Funktion etwas beschwerlich sind. Und vor allem, wenn man dann Kindersitze reinbekommt, dann sollte man vielleicht eher das Dach öffnen und dann den Kindersitz von oben einsetzen. Das macht das Ganze dann etwas einfacher. Vorne sitzt es sich äußerst gut, auf breiten, gut ausgeformten Sitzen. Genügend Schenkelauflage bieten sie, sind manuell einstellbar. Eine Lordosenstütze ist hier zusätzlich verbaut. Beide Sitze sind in der Höhe und auch in der Länge verstellbar. Ebenso das Lenkrad ist in Länge, Höhe und Tiefe einstellbar. Dann blickt man auf das klassische T-Roc Cockpit hier. Jetzt seit dem Facelift mit so einer Doppelziernaht, bessere Materialqualität hier im Innenraum. Wir haben ein senkrecht stehendes Display, was so leicht in den Armaturenträger noch eingelassen ist. Das ist serienmäßig mit Apple CarPlay ausgerüstet und kann dann optional auch wie hier mit einem Navigationsfunktion erweitert werden. In dem Fall haben wir hier das eher kleine Navigationssystem, das Discover Media, erkennbar an den zwei Drehreglern, an diesen haptischen, die hier noch vorhanden sind. Das große Discover Pro hat dann eben keine Drehregler mehr, sondern tatsächlich nur noch Touchflächen. Ich persönlich würde auch das kleine Navigationssystem nehmen, wenn überhaupt, denn man kann ja mit Apple CarPlay und Android Auto auch sehr, sehr gut hier navigieren. Optional erhältlich eine induktive Ladeschale, genauso wie eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Serienmäßig dafür die Einparkhilfe mit Einparkassistenten. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Wir haben auch serienmäßig ein Multifunktionslenkrad und ein Abstandsregeltempomat mit aktiver Spurführung. Das finde ich auch sehr gut. Sehr schön, eine Lenkradheizung gibt es hier. Zusätzlich dreistufig ist die einstellbar, genauso dreistufig auch eine Sitzheizung, wenn man es dann auch einmal Wärme haben möchte an kalten Tagen. Die Verarbeitung und die Materialien sind insgesamt gut. Man könnte natürlich hier und da noch etwas feinere Materialien verwenden, gerade so an Zierblenden oder dem Türgriff etwa. Nichtsdestotrotz, hier klappert nichts, hier knarzt nichts. Alles ist wunderbar. Auch sehr gut die Beats Audio Soundanlage, die hier optional erhältlich ist, die bietet auch bei offenem Verdeck ein sehr gutes Klangerlebnis. Überhaupt, jetzt kommen wir mal zum offenen Fahrgefühl, und das ist im T-Roc Cabrio echt gut umgesetzt, wie ich finde. Also man kann entweder hier die Sturmfrisur außen vor lassen, wenn man eben die Scheiben hochfährt und das optional erhältliche Windschutz ordert und installiert, oder aber eben man lässt das komplette Frischluftfeeling rein, wenn die Fenster unten sind, das Windschutz ausgebaut ist, dann kann man eben auch wunderbar zu viert fahren, dann wird es auch schön zugig und luftig hier drinnen. Gerade an Tagen mit höheren Temperaturen ist das natürlich echt richtig angenehm. Das Fahrwerk im T-Roc ist auch sehr ausgewogen, eher straff abgestimmt mit genügend Restkomfort, wie ich finde, gerade im Stadtverkehr. Ja, da werden dann kurze Stöße ein bisschen direkter weitergereicht, was auch eben an der nicht unbedingt so steifen Karosserie wie eben bei der geschlossenen Variante liegt. Also man hat hier immer so eine gewisse leichte Verwindung der Karosserie eben auf Unebenheiten zu spüren. Dennoch ist das hier ein sehr, sehr sicheres und natürlich auch immer noch straffes Fahrzeug. Also auch die Karosseriestruktur ist weiterhin natürlich steif. Bei einem Überroll oder beim Überschlag beispielsweise gibt es Überrollbügel hinter den Kopfstützen, die automatisch ausfahren. Also das ist alles auch schön integriert, sodass es sich eben eine schöne Linie gibt. Gerade wenn man dann auch noch die Kopfstützen hinten komplett einklappt, dann finde ich, hat das eine sehr, sehr schöne Linienführung, das T-Roc Cabrio. Zwar durch die hohe Gürtellinie vielleicht so ein bisschen, naja, Wannendesign, aber dennoch, meiner Meinung nach, passt es ganz gut und es gibt vor allem ein sicheres Gefühl hier drinnen. Beim Fahren gibt auch das Fahrwerk ein sicheres Gefühl. Der Wagen liegt sehr neutral, hat einen sehr hohen angesiedelten Grenzbereich und schiebt auch erst dann früh über die Vorderachse weg, sodass man dann immer noch genügend Korrekturen vornehmen kann. Auch der Motor, da kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Herzstück, das ist der Dreizylinder, den wir hier haben unter der Haube. 1 Liter Hubraum hat der in seiner Größe, 81 kW bzw. 110 PS in seiner Spitze und 200 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt der T-Roc Cabrio
in 12,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Und bei 184 Stundenkilometern ist dann die eingetragene Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ja, das sind keine Sportwagenwerte, im Gegenteil, das ist ein sehr gemächliches Fahrzeug, fühlt sich aber gar nicht mal so schlimm an. Der Turbomotor macht seine Aufgabe gut, der Dreizylinder bleibt angenehm klangbildtechnisch im Hintergrund und knurrt dann auch erst, wenn man ihn wirklich dann ein bisschen ausdreht. Ich finde, es ist ein ordentliches Basistriebwerk, dennoch persönlich würde ich mir wahrscheinlich den stärkeren der beiden erhältlichen Triebwerke wünschen, und zwar den 1,5 Liter TSI mit 150 PS. Den gibt es optional mit einem 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe oder aber eben mit einer 6-Gang-Handschaltung, die auch hier einzig für den 1 Liter TSI erhältlich ist. Das Getriebe lässt sich gut schalten, die Schaltwege sind zwar etwas länger, dennoch präzise geführter Schalthebel, auch wenn der recht hoch ist. Aber wie gesagt, wir sitzen hier nicht in einem Sportwagen, sondern eben in einem komfortablen Alltagsfahrzeug. Und das passt hier doch insgesamt sehr gut. Auch die Assistenzsysteme. Wir können hier eben eine aktive Spurhaltung, Abstandsregelung, tote Winkelüberwachung und ähnliches hier in das Fahrzeug hineinbekommen. Und damit ist der T-Roc auch als Cabrio auf dem Höhe der Zeit angekommen. Beim Verbrauch kann ich jetzt schon sagen, der liegt etwas höher durch das natürlich erhöhte Gewicht. Wir liegen hier bei knapp 1,5 Tonnen leer für den T-Roc Cabrio. Insgesamt habe ich jetzt über meinen Testzeitraum einen Verbrauch von knapp über 7 Litern umgesetzt. So 7,1 Liter waren es dann im Durchschnitt, was ich gut finde. Dennoch, ich glaube, der 1,5 Liter TSI könnte hier, weil er natürlich mit dem Gewicht besser haushaltet, etwas, sage ich mal, sparsamer sogar am Ende von der Praxis her sein. Also da sollte man sich das Ganze doch gerne mal durchkalkulieren. Vielleicht schauen, ob man nicht noch einen 1,5 Liter TSI am Ende bekommt. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne, die mir hier auf meine langsam ausgehenden Haare scheint. Und dann sehen wir uns natürlich gleich zum Fazit des VW T-Roc Cabrio. Also bis gleich. Ja, Cabrios sind nicht immer nur als Zweitauto eigentlich präsent, sondern werden auch gerne mal als Erstfahrzeug genutzt. Und wenn man ein Cabrio sich zulegt als Erstfahrzeug, dann muss es natürlich auch die typischen Alltagsaufgaben meistern können. Unter anderem mal 4 Personen mitnehmen, Kindersitze sollten reinpassen. In den Kofferraum sollte nicht nur ein Kleineinkauf, sondern auch mal ein Reisegepäck reingehen oder mal etwas Größeres zu verstauen sein. Und natürlich sollte der Antrieb ausreichend spritzig sein, komfortables Fahrwerk und auch nicht allzu viel Kraftstoff verbrauchen. All das kombiniert das T-Roc Cabrio in meinen Augen durchaus echt gut ineinander. Allerdings muss man sagen, rein optisch muss man sich schon an dieses Badewannendesign, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen gewöhnen. Die Frittentheke hier ist ja ganz gut, da kann ich jetzt zum Beispiel meinen Arm ganz toll drauf lümmeln. Das Thielblau, was wir jetzt hier haben, diese Uni-Lackierung, die nicht keinen Aufpreis kostet, die wäre jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz meins. Ich glaube, King's Red wäre so meine favorisierte Farbe. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich würde wohl zum 1,5 Liter TSI greifen. Der kostet 2.800 Euro mehr als der Dreizylinder. Der Dreizylinder ist halt für den Grundantrieb halt eben echt ausreichend in meinen Augen. Der Einstiegspreis übrigens beim T-Roc Cabrio liegt bei knapp 36.000 Euro und unser T-Roc Cabrio, so wie er hier steht, der hat einen Listenpreis von knapp über 41.000 Euro. Das ist durchaus viel Geld, das muss man klar sagen. Cabrios waren aber schon immer ein gutes Stück teurer als die vergleichbaren Grundfahrzeuge, in dem Fall eben auch beim T-Roc der Fall. In meinen Augen aber ist es ein echt tolles Alltagsfahrzeug. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema zurück, warum ich der Meinung bin, dass dieses Fahrzeug durchaus vielleicht sogar
ja, so eine Rarität werden könnte oder eine Besonderheit werden könnte in späterer Zeit. Das liegt daran, dass die Verkaufszahlen so oder so schon sehr, sehr rückläufig sind. Für Cabrios auch. Und ja, beim T-Roc Cabrio kommt natürlich noch diese SUV-Cabrio-Geschichte hinzu. Und es ist das letzte große Cabrio oder wirklich richtige Cabrio mit Verbrennungsmotor, was Volkswagen hier an den Start bringt. Ob es dann eine elektrische Variante eines E-Fahrzeugs gibt, das würde ich ehrlich gesagt bezweifeln. Denn hier sind einfach die Margen sehr, sehr gering und auch die Nachfrage nach Cabrios sinkt auch zunehmend ab. Also in dem Grund würde ich sagen, habt ihr hier echt ein ganz, ganz tolles Fahrzeug, was ihr euch jetzt noch zulegen könnt, wenn ihr auf Cabrio steht. Ich habe so mein Problem damit, dass ich leider das Cabrio eigentlich nur im Spätsommer wirklich nutzen könnte, aufgrund von Allergika sein. Und da müsste ich mich schon ordentlich zubomben mit irgendwelchen Drogen, dass es dann richtig funktioniert. Deswegen wäre es jetzt nicht unbedingt so meine erste Wahl als Erstfahrzeug. Dennoch hat es mir echt viel Spaß gemacht und das trotz dem kleinen Antrieb hier. Ein, wie gesagt, toll ausgewogenes Fahrzeug, wie man es eben vom Volkswagen T-Roc auch kennt. Und in meinen Augen so als Cabrio hat es dann schon wieder irgendwas Besonderes und mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt auf eure Meinungen. Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Lasst mir ein Like da und abonniert gerne den Kanal, falls nicht schon getan. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Dann aber wieder mit geschlossenen Fahrzeugen, denn Cabrios gibt es ja nicht mehr allzu viele. Ich sage vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.